Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von PES 20 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ich weiß nicht, diesen Move, den feiere ich einfach, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen ein Flex, so dass ich ein PES-T-Shirt habe, so krass. Egal, nichtsdestotrotz, PES-Woche, ihr kennt's. Die letzten Tage kamen immer Videos und die nächsten Tage werden auch noch ein, zwei Videos kommen. Warum starte ich hier in dem Spielplankalender? Ich möchte euch einmal zeigen, wir haben jetzt das Rückspiel gegen Juventus Turin. Da müssen wir auf jeden Fall Gas geben und unbedingt gewinnen, beziehungsweise das Ganze so spielen, dass wir dann weiterkommen ins Finale. Sieht ja so aus, als wäre es sogar ein realistisches Finale. Also es kann sein, dass PSG sogar ins Finale kommt und dann Bayern gegen PSG im Finale. Also es wäre total cool irgendwie. Ja, jedenfalls haben wir dann den vorletzten Spieltag gegen Gladbach noch in der heutigen Folge. In der nächsten Folge spielen wir wieder gegen Schalke, genauso wie in der letzten Folge. Nur, dass es hier das DFB-Pokalfinale ist. Also da bin ich auch auf jeden Fall richtig heiß drauf. Also es wird richtig, richtig cool. Dann haben wir den letzten Spieltag gleichzeitig auch noch in der nächsten Folge, also morgen, dann eben das DFB-Pokalfinale plus den letzten Spieltag und dann übermorgen, also am Samstag, wenn ich mich richtig täusche, haben wir dann das Champions-League-Finale, sofern wir denn ins Finale kommen. Und hier ganz, ganz unten noch das Abschiedsspiel und dann kommt PES 21. Das wird mega! Okay, das Spiel wird definitiv nicht leicht. Ich komme gar nicht hinten raus, die machen richtig Druck. Ich muss unbedingt kontern und das eine Tor erzielen. Damit schocken wir Juventus definitiv. Und es wäre auch eine deutliche Erleichterung für mich. Weil gerade komme ich gar nicht hinten raus. Boah. Eieiei, Higuain. Glaube ich, ist es. Puh. Hart. So hart habe ich das nicht erwartet. Guck dir das an, 75% Ballbesitz. In 20 Minuten habe ich nur 25% Ballbesitz. Als Bayern. Oh je, das sieht nicht gut aus. Pfosten, ey, wir haben so Schwein gerade. Das war jetzt ganz, ganz knapp. Bisher war es noch immer so, ja, geht. Aber das war ganz knapp. Guck mal, wie alleine der da steht. Und der an den Pfosten schießt. Eieiei. Und Lewandowski, das ist der erste Schuss, der so richtig aufs Tor geht. Von den Bayern. Von Lewandowski, dass der Ball nicht im Aus war, ist krass. Und jetzt setzen wir mit Thiago mal einen hinterher, aber der war noch schwacher. Also der von Lewandowski war deutlich besser. Higuain. Ich dachte, ich hätte ihn gestoppt, aber nein, er kommt trotzdem zum Schuss. Krasser Scheiß, echt. Boah, wie schnell da Gnabry zum Ball sprintet. Sehr schön. Und dann Müller mit der Schuss abgefälscht. Mit der Chance, mit der Schuss. Ah. Okay, es ist gleich Halbzeit. Und wie gesagt, ich bin sehr überrascht, wie krass dominant Juventus ist. Sie kriegen sogar noch eine Chance. Pfeift doch ab. Jetzt gibt er noch eine Ecke, ey. So ein Dreck. Jawohl, die haben ihn sich selber verborgt, sehr schön. 0:0 zur Halbzeit. Also es ist in Ordnung, weil ich wäre ja auf jeden Fall noch weiter. Die müssten 3 Tore schießen, damit sie weiter wären. 2 für die Verlängerung. Aber so wie ich mir das erhofft habe, dass ich irgendwie ein Tor mache, ist nicht. Aber wir haben auch 5 Schüsse, 4 aufs Tor. Die haben 0 aufs Tor, lol, die haben alle daneben geballert. Ich meine, der Pfostenschuss zählt ja zum Beispiel auch nicht aufs Tor. Aber ja, also man kann schon echt sagen... Heftiges Spiel. Oh, schön gemacht. Und Lewandowski, das war so knapp. Warum geht er denn mit dem Ball raus? Jetzt Müller, bitte. Oh, wie knapp. Das wäre so geil. Ich brauche dieses eine Tor. Okay, Juventus jetzt auf voller Offensive. Alle Balken nach vorne. Da muss ich doch jetzt kontern können. Bitte. Ich werde einfach nur umgehauen, anstatt zu kontern. Das ist ja frech, ey. Ich habe jetzt noch 20 Minuten, wo die mich reinstressen. Wenn ich jetzt einmal kontern würde, dann hätte ich halt komplett, wäre alles entspannt, wirklich.
Alter, was da haben die denn vor? Wollen die mich komplett ficken oder? Neuer! Alter! Hilfe! Vorne wird einfach jeder umgemäht. Und hinten machen sie noch fast ein Tor. Alter, die kennen da gar nichts. Die gehen jetzt in jeden Zweikampf mit der Grätsche rein. Absolut lost. Jetzt Sané. Leroy Sané, jawoll. Leroy Sané schießt uns in die nächste Runde. Und jetzt können wir auch wechseln. 1:0, da ist das Auswärtstor. 10 Minuten sind noch zu gehen. Aber Juventus müsste jetzt 4 Tore schießen. Selbst wenn sie 3 schießen, sind immer noch wir weiter. Oh, und jetzt kann ich entspannen. Das war's. Wir sind im Champions League Finale, Leute. Yes! Wieder ein Schuss, aber wieder daneben. Ich glaube, die haben alle Schüsse Ball und die nehmen das Tor. Sie probieren's und machen Druck, aber jetzt ist es mir echt egal. Ah, man sieht's. 8 Schüsse, einen aufs Tor. Wir hatten 7 Schüsse, 5 aufs Tor. Also doch, wir sind echt nicht schlecht im Spiel. Wir sind, wie gesagt, deutlich jetzt ins Spiel reingekommen. Und machen unser Ding einfach ganz gut. Auch wenn die 8 Schüsse haben und auch wenn sie drücken wie die Sau. 7 Schüsse haben wir auch hingekriegt. Und davon halt aber auch 5 aufs Tor. Also Qualität ist auf jeden Fall da. Und Erling Haaland. Coman wird da umgemäht. Machen trotzdem mal weiter. Sané wird auch umgemäht. Also die faulen wie verrückt. Dass es nicht irgendwie Freistöße oder so gibt, ist ja, weil ich einfach weiterspiele. Ansonsten gäbe es ja auch 100 Freistöße. So, und das ist jetzt dann die letzte Chance, unser letzter Angriff. Und damit war's das. Das Spiel ist auf jeden Fall entschieden. Das war's. 1:0. Den Treffer wollte ich unbedingt erreichen. Damit 13:0 insgesamt. Und wir sind im Champions League Finale. Juventus Turin rausgeschmissen. Ja, und da sehen wir es. Also wie gesagt, egal was ich jetzt alles Mögliche erzählt habe, definitiv verdient. Also wir haben am Anfang echt geschwächelt und das Spiel war schon hart und Juventus hat auch wirklich gedrückt. Nichtsdestotrotz haben wir mehr Schüsse, mehr aufs Tor, ein Foul, aber das war abseits. Die haben die ganze Zeit gefoult, verstehe ich gar nicht, aber egal. Mehr erfolgreiche Pässe, mehr abgefangene Pässe. Also wir waren echt absolut top unterwegs. Fans aus München können beruhigt heimfahren und ihren Erfolg feiern. Und ich feiere meinen Erfolg, dass wir tatsächlich gegen PSG im Finale spielen. Die haben 0:0 gespielt und damit sind sie insgesamt mit 1:0 weiter. Aber wie gesagt, also das freut mich. Also quasi ein Finale wie in echt. Und ich habe die besten Chancen, genauso wie in echt, auch hier in unserer Karriere das Triple zu gewinnen. So, da klingt wieder die Bayern-Einlaufhymne. Oder wie auch immer die heißt, keine Ahnung. FC Bayern Number One mit der BC11 zu Hause gegen Gladbach. Können uns nur gut drauf stimmen. Und wir können, glaube ich, über 80 Punkte kommen. Können wir? Ich weiß es nicht. Entweder 79 oder sogar 80. Boah, das war super gemacht. Oh. Knapp. Und Leon Goretzka, wunderschöner Heber zum 1:0. Ja, sehr, sehr schön. Also der Heber war wirklich klasse. Ich hätte ihn auch nur in die andere Ecke schieben können, sehe ich gerade. Der Torwart stand ultra schlecht. Aber das sieht sehr schön aus. Oh, schade. Schöner Schuss, aber halt leider nicht aufs Tor. Wenn der aufs Tor kommt, war schön flach und stark. Oh, gar nicht so übel.
den hinteren Pfosten erwischt. Oh. Heikel, heikel. 1:0 zur Halbzeit. Ja, die hohen Ergebnisse sieht man natürlich mit dieser B- bzw. C-Mannschaft nicht. Aber das ist total egal. Also ich meine, wir haben total souverän gespielt. Guck dir das mal an. 61% Ballbesitz, 7 Schüsse, 4 aufs Tor zu einem. Also das ist unglaublich krass. Und jawohl, 2:0. Ey, dieser Will, der spielt heute richtig gut. Dieser P. Will, ich weiß nicht, wer der ist oder wie der heißt, aber der spielt richtig gut. Und hier hat er die Vorlage gemacht für Perisic zum 2:0. Sauber. Das Tor ist leer. Digga, scheiße. 2:1, jetzt wird es nochmal knapp. Alisson Player. Ja, ich wechsle aber nicht mehr, ist mir jetzt scheißegal. Ich spiele jetzt die letzten 18 Minuten noch so durch. Ja, gut, wusste ich nicht, was ich machen soll. Also, Embolo wäre halt alleine auf dem Tor zugegangen. Ich dachte, Ulreich kommt da noch hin. Ist er ja auch, er hat ihn maßgeblich daran gehindert, dass es eben kein Tor wird. Problem ist, der Ball prallt dann genau zu Player. Und ja, im Tor war halt keiner mehr. Scheiße. Aber ist wirklich, muss man echt sagen, es ist einfach unverdient. Ich gebe es immer zu, ich sage immer ehrlich meine Meinung, ich sage oft, dass es verdient ist, aber dieses Mal ist es unverdient. Weil Gladbach einfach überhaupt nichts bringt aufs Feld. Überhaupt nichts. Und Thomas Müller. Davis. Der Ball ist wo auch immer, ich weiß es nicht. Das war's, 2:1 gewonnen. Schönes Spiel gemacht, ganz locker, ganz easy. Also wie gesagt, es hat echt sehr gut funktioniert. Und das ist der vorletzte Spieltag, beziehungsweise der letzte daheim in der Bundesliga. Und wir können nochmal applaudieren zu einem 2:1 Erfolg. Sehr schön. Dortmund nur mit dem Unentschieden, Schalke aber auch. Also die betteln sich auf jeden Fall noch ein bisschen um die Vizemeisterschaft. Und ich habe gesehen, wir haben jetzt schon 80 Punkte erreicht. Also das haben wir schon mal geschafft. 90 Tore geschossen, 28 kassiert. Damit eine Differenz von 62. Also ein einziges Spiel ist noch übrig. Vizemeisterschaft, wie gesagt, noch nicht sicher. Entscheidet sich zwischen Schalke und Dortmund. So, das war's dann mit dieser heutigen Folge. Die nächste Folge beinhaltet Schalke im Finale. Der Titel gehört uns, das sind die Worte von Lewandowski. Wir werden den Titel holen, darum sind wir hier. Das sind die Worte von Lewandowski, das werden wir in der nächsten Folge sehen, ob wir es tatsächlich schaffen, gegen Schalke den DFB-Pokal zu gewinnen. Und dann noch unser letztes Spiel, ich sehe sogar auch zu Hause in der Allianz Arena, unser letztes Spiel in der Bundesliga gegen Düsseldorf. Übernächste Folge freue ich mich natürlich dann auf PSG. Wie gesagt, Triple ist noch möglich. Jetzt, morgen und übermorgen werden zwei spannende Folgen und zwei spannende Tage. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber es wird schon irgendwie klappen und ich freue mich einfach drauf und ich bin gespannt. Und dann haben wir noch das Abspielspiel gegen The Old Boys. Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach und auf nächste Woche freue ich mich sowieso, wenn dann PES 21 rauskommt. Also schaltet unbedingt wieder mit ein, abonnieren natürlich gerne gesehen und einen Daumen nach oben, darüber freue ich mich natürlich auch. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.